Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. In der ersten Monatshälfte sind eure Fähigkeiten zur Diplomatie gefragt, denn eure Herrscherin, die Venus, muss durch einige schwierige Aspekte hindurch. In der zweiten Monatshälfte habt ihr einen wunderschönen Aspekt zur Liebesgöttin Venus und viel Gelegenheit, euch bei Partys und gesellschaftlichen Anlässen zu amüsieren. Falls ihr selbst Beratungsbedarf habt, schaue ich gerne in euer persönliches Geburtshoroskop. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen und da geht es darum, was der Wechsel von Uranus in den Stier in eurem persönlichen Horoskop in den kommenden Jahren für Veränderungen bringt. Dazu gibt es auch ein Video-Special von mir, Wind des Wandels mit einer besonderen Horoskop-Aktion, also schaut doch mal rein. Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos, deswegen bleibt dran. Und jetzt wollen wir eure Tendenzen für den Juni anschauen, euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Der Monat beginnt mit einer sehr günstigen Finanz- und Karrierekonstellation für euch. Falls ihr also übers Wochenende Arbeit mit nach Hause nehmt oder beruflich im Einsatz seid, hat das seinen guten Grund und wird euch weiterbringen. Die Venus steht im Krebs und aktiviert damit noch bis Mitte des Monats euer Karrierehaus, wo ihr mit viel Charme und einem positiven Auftreten Pluspunkte sammeln könnt. Künstlerisch tätige Wagen sind dann sehr inspiriert. Leider kommt es in der Woche darauf zu einigen Spannungen, erstmal bis zum 8. Juni. Das sieht nach einem Konflikt zwischen euren beruflichen Wünschen und euren familiären Verpflichtungen aus. Bittet doch eure Lieben um Verständnis, dass ihr jetzt noch ein paar Tage eurem beruflichen Fortkommen widmen wollt oder müsst. In der zweiten Monatshälfte darf dann gefeiert werden. Oder es steht vielleicht sowieso ein gemeinsamer Urlaub an. Am 13. Juni haben wir den Neumond im Zeichen Zwillinge und der steht sehr günstig zur Waagesonne. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, dass ihr über eure Reisepläne im Sommer und auch eure Fortbildungspläne für die nächsten 12 Monate nachdenkt. Aber behaltet eure Ideen erstmal für euch und besprecht sie erst, wenn ihr sie selber schon gut durchdacht habt. Am gleichen Tag wechselt auch die Venus das Zeichen. Sie geht dann in den Löwen und bildet bis zum 9. Juli einen schönen und angenehmen Aspekt zur Waagesonne. Am 15. und 16. Juni sind besonders schöne Tage für gesellige Aktivitäten. Sei es, dass ihr euch eine Kulturveranstaltung gönnt oder zu einer Geburtstagsparty eingeladen seid, da solltet ihr auf jeden Fall was Schönes unternehmen. Waage Singles haben an diesem Wochenende besondere Chancen, eine neue Liebe anzufangen. Allerdings bildet die Venus in diesen Tagen auch eine zwar prickelnde, aber auch ein bisschen gefährliche Spannung hier zu Uranus. Da kann man sich schnell in jemanden verlieben, der nicht wirklich zu einem passt, auch wenn es sehr aufregend ist. Und wenn ihr schon in einer Beziehung seid, könnte ein harmlos gemeinter Flirt zu einem Streit mit eurem Partner führen. Es kann auch sein, dass sich ein Flirt oder eine Liebelei in eurem Freundeskreis entwickelt, die brisant ist, weil nicht alle Beteiligten das gut finden. Die Konstellationen an dem Wochenende sind also zwar sehr prickelnd, können aber auch zum Spiel mit dem Feuer führen. Deswegen passt ein bisschen auf. Und das ist eigentlich erst der Anfang, denn die erotische Spannung, die allgemein in der Luft liegt, spitzt sich noch weiter zu bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni. Das ist dann auch der Tag, an dem die Sonne ins Zeichen Krebs geht und zwar genau mittags um 12.07 Uhr. Sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen den Karrierebereich eures Horoskops und damit auch nochmal mögliche Konflikte zwischen eurem Fortkommen und den Bedürfnissen eurer Familie. Die Sommersonnenwende läutet einen Sommer der Liebe ein, der viele heiße Affären, aber auch einigen Herzschmerz mit sich bringt. Zu Anfang dieses Sommers stehen die Sterne günstig zur Waagesonne und viele Waagegeborene werden Spaß mit den Konstellationen haben. Es gibt reichlich Gelegenheiten zum Flirten und überhaupt interessante neue Leute kennenzulernen. Und die Konstellationen sind auch gut, wenn ihr in einem kreativen Beruf tätig seid.
Brisant für euch ist, dass sich Liebeleien im Freundeskreis oder innerhalb eures beruflichen Netzwerks für euch ergeben können und das ist dann mit einigen Verwicklungen verbunden. Waagegeborene stiften ja auch gern Beziehungen bei anderen und vielleicht helft ihr, zwei Leute miteinander zu verkuppeln und wenn das nicht gut ausgeht, habt ihr dann den Ärger am Hals. Da solltet ihr sehr feinfühlig vorgehen. In der Nacht zum 27. Juni wird dann der Mars rückläufig und das bei euch hier im fünften Haus der Affären. Ob es nun eure eigene Affäre ist oder die von jemandem, mit dem ihr eng befreundet seid, die Dinge können sich anders entwickeln als gedacht. Jemand zieht sich zurück, jemand ändert seine Meinung, jemand hat plötzlich keine Lust mehr. Sowas ist alles möglich. Diese Phase dauert bis zum 27. August, aber es bleibt dann noch weiter spannend bis zum Herbst, denn dann wird die Venus rückläufig, nämlich zwischen dem 5. Oktober und dem 16. November. Da können sich Entwicklungen, die jetzt im Sommer beginnen, nochmal umkehren. Oder ein verflossener Liebhaber oder ein Ex-Freund steht nochmal bei euch auf der Matte. Deshalb denkt dran, was in den Sommermonaten passiert, kann sich nochmal ganz anders entwickeln als gedacht. Erst Mitte November seht ihr klarer, wo die Liebesreise hingeht. Der Juni klingt dann mit einem Vollmond aus, der am 28. stattfindet und zwar in den Zeichen Krebs und Steinbock und der wirft dann nochmal ein Schlaglicht auf eure langfristigen Herausforderungen, nämlich eure vielen Verpflichtungen für die Familie oder aufgrund eurer Wohn- und Lebenssituation und euren Wünschen und Chancen, was euer berufliches Fortkommen angeht. Nicht immer habt ihr die Freiheit, das zu tun, was ihr am liebsten tun würdet. Bitte informiert euch zu diesem Themenkomplex auch nochmal im Jahreshoroskop, im Buch oder im Video. Da habe ich das ausführlich beschrieben, wie ihr da die Balance finden könnt. Jetzt im Juni und auch Anfang Juli findet ihr bei euren guten Freunden Rat und Unterstützung und auch Ablenkung, indem ihr was Schönes im Freundeskreis unternehmt oder einer Einladung folgt. Und von denen habt ihr bestimmt ganz viele im Postfach. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.